Wunderschön. Rubine. Und schon haben wir wieder ein bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Na los, besiegen! Besiegen! Warum kann ich auflangen? Mach jetzt mal so, wo ist der richtige Weg? Diese Person habe ich im Schloss gesehen. Wenn wir den Riss schließen, wird sie wieder lebendig. Das ist doch Ministra. Okay, ich glaube, da muss ich rein. Also gehe ich erstmal woanders lang. Machen für ein paar Rubies. Warte mal, dann kann ich mich auch gleich mal kurz heilen, ne? Bald kann ich einen Schluck trinken. So. Man braucht eigentlich keine Heiltränke, einfach ein Bett aufstellen, wo es ruhiger ist. Kann ich meinen Trank wieder zurückgeben? Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Wir nähern uns meinen Gefährten. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter hinten. Sudelia-Ruine. Warte, im ersten Obergeschoss... Erdgeschoss. Sind wir im ersten Dungeon? Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierher teleportieren. Es ist erst ein richtiger Dungeon, wenn ich eine Dungeon-Karte habe. Wenn es wirklich ein Dungeon ist, Halleluja. Dann finde ich das gut, dass wir das zum Abschluss auch nochmal haben für den heutigen Stream. Ach du heiliger Riesenstein. Ist dir dieser Fels im Weg? Bei meiner Arbeit, die Welt wiederherzustellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, könnte dir ebenfalls nützlich sein. Mit Hilfe des Stabs kannst du allerlei Dinge dazu bewegen, zu bringen, sich im Einklang mit dir zu bewegen. Wende dich der gewünschten Sache zu und schicke mich mit X los. Einklang. Nun bist du mit dem Fels im Einklang. Anschließend musst du dich nur noch so bewegen. Einklang. Schicke Try mit Hilfe von X-Los. Dinge und Monster, die er berührt, bewegen sich dann im Einklang mit Zelda. Wenn du etwas mit ZL anvisierst, kannst du Tree gezielt losschicken. Okay. Tschüss. Okay, es ist ein Dungeon. Wir sind im ersten Dungeon, Leute. Okay. Wir haben Nektar gefunden. Einklang.
Okay, wir können unten weiter und oben. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier lang, weil da sieht es so aus, als würde es nicht weitergehen. Und das ist auch eine Truhe. Leuchtbutter mal 5 erhalten. Kuriose Butter, die durch die Fermentation erzeugte lumineszente Stoffe enthält. In dieser Form ungenießbar. Bin nicht solche Wörter. Das ist bei mir Versprechungsfaktor hoch 10. Spinner. Dann kann ich die auch besiegen, indem ich jetzt einfach so mache. Oh, das ist ja praktisch. Warte kurz. Saitula gemerkt. Spinnenartiges Monster, das an robusten, aber leicht entflammbaren Fäden von der Decke baumelt. Damals muss ich von oben machen. Andererseits brauche ich den jetzt auch nicht zu besiegen. Doch, brauche ich, weil ich sonst Schaden nehme. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht des Dungeons und der Welt des Nichts. Drücke Minus, um die Karte für den Dungeon zu öffnen, in dem du dich gerade befindest. Auf der Dungeon-Karte kannst du mit Hilfe von links und rechts zwischen der Welt des Nichts und der normalen Welt hin und her wechseln. Tatsache. Und da sind wir auch die Truhen. Okay. So, ihr wisst, was ich jetzt mache? Lup. Noch ausgereicht. Noch mal ein Zitter abzählen. Reichen die Bäume eigentlich aus? Auch jedes Mal etwas mal wieder verwenden. Muss ja nicht immer das gleiche sein. Wo sind wir jetzt? Okay. Unten ist scheinbar nichts außer ein Gegner. Das ist zum Glück. Wunderschön. Aber sonst ist hier wirklich nichts. Nichts zu merken, wunderbar. Warte, haben wir nicht irgendwas gehabt mit gegen Panzer?
Meine, wir hätten irgendwas gehabt, was gegen Panzer effektiv war. Und sind alles, was er berührt. Oh, macht das Schaden, du. Okay, ich werfe lieber einen Stein. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ui, das war's ja schon. Schattengarde bemerkt. Seine schwere Rüstung macht diesen Monstersoldaten langsam. Dafür können stumpfe Waffen ihm nichts anhaben. Ich heile mich mal kurz. Dauert etwas, aber immer ein halber Herz. Nett. Wo muss ich lang? Nach links. Rechts ist scheinbar nichts. Nur das nichts. Okay. Hallöchen. So. Ich muss nur was anzünden. Doch, das können wir hin. Yay. Ach, kein Problem. Und weg mit dir. Am besten sowas hier. So, und dann bräuchte ich nochmal. Warte mal, vielleicht so. Ah, ich habe eine bessere Idee. Ja, nice. Okay, das war offensichtlich mit dem Schild. Oh nee. Nicht ihr schon wieder. Nicht ihr Fledermäuse schon wieder. Komm. So. Wunderbar. Hier, da sind Gegner. Hier ist aber noch eine Truhe. Okay, es wird wieder Zeit, Bett zu kommen. Ich sag's, wie es ist. Ich muss wegbauen.
Und ein Trampolin drauf. Bitte auf dem Bett drauf. Dankeschön. 50 Rubine. Das ist doch schön. Gott, da oben ist schon wieder so ein Panzer-Dude. Oh, was für eine Choreografie. Gegenseitig auseinandergefetzt. Bisher habe ich nichts übersehen. Das ist schon mal gut. Link? Nanu? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Nein, das ist Schattenlink. Das funktioniert nicht ganz. Ich glaube, ich muss den von hinten treffen. Tatsache. Na, wo gehst du lang, mein guter Freund? Gehst da lang. Aua. Autsch. Oh Mann! Link, so behandelt man keine Prinzessin. Mist. Hallo? Wo ist da runter? Kann ich mir danach nicht merken? Haben wir Link gesehen? Oh nein, jetzt geht's richtig los. Herzlichen Dankeschön. Lal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 a. Ah, oh, jetzt macht er solchen Angriff. Okay, kein Problem. Lalalalalalala. Okay, der Kampf ist ein bisschen anstrengend. Warte mal, ich komme, treffe. Oh Gott.
La 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 la. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Hui. Ja, den Dungeon mache ich heute noch fertig. Das war gefährlich. Dieser Junge sah aus wie der, der dich gerettet hat, aber wieso hat er dich jetzt angegriffen? Immer, das war ein Doppelgänger. Eine dunkle Aura schien ihm zu geben, genau wie bei den Doppelgängern im Schloss. Oh, er scheint etwas hinterlassen zu haben. Du hast ein wundersames Schwert erhalten. Er gehört dem grünen, gewandten Helden, der Name Link ist darin eingraviert. In diesem Schwert liegt eine große Macht. Eine Macht, die es sogar mit dem großen Riesen aufnehmen kann. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Schwert hochhalten. Du siehst genau wie der Junge in Grün aus, als gäbe es nichts, womit du es nicht aufnehmen kannst. Das wundersame Schwert. Recke das Schwert mit Steuerkreuz nach oben in die Höhe, um in den Schwertkämpfer-Modus zu wechseln. Drücke dann Y, um es zu schwingen. Mit ZL kannst du dein Schild hochhalten, mit B hohe Sprünge ausführen und durch Gedrücktheiten von Y Kraft sammeln, um beim Loslassen eine Wirbelattacke aufzulösen. Oh, ja. Du hast Energie erhalten. Energia erhalten. Du fühlst dich von einer wundersamen Kraft erhöht. Solange du im Schwerkämpfer-Modus bist, nimmt der Energia-Balken oben links im Bild ab. Der Modus endet, wenn der Balken leer ist oder wenn du erneut nach oben drückst. Sammle Energia auf, um den Balken zu füllen. Okay, ist hier denn noch... Ja, da oben ist noch Energie. Ja. Blub, blub, blub. Ist auch nochmal Energie. Ich bin fast gut wie wieder aufgefüllt. Okay.